So, und weil meine Masons eh noch gerade nicht, also weil sie gerade arbeitslos sind, so wollte ich sagen, kriegen sie noch den Auftrag, hier das Zimmer zu engraven. Die Zimmer meines Leaders zu engraven, weil dadurch kriegt das Zimmer halt noch mehr Wert. Und mein Leader ist noch zufriedener. Genau, sieht man schon hier schöne Engraving. So, während ein anderer wahrscheinlich die Rock Tours macht. Genau. Store Item, Detail Floor, Detail Wall. Ja, machen sie schön. Da sieht man, das kriegt dann ein klein bisschen Charme hier mit den Schnörkellinien. Was ist jetzt los? Ah, er hat die mysteriöse Konstruktion begonnen. Also hat er alles, was er braucht. Endlich mal wieder. Schön. Okay, wir haben jede Menge Tische, die wir hier aufstellen wollten. So. Machen wir mal auf jeder Seite zwei frei. Okay, und wir brauchen Tische. Für mehr. Was denn? Ich habe 10 in Auftrag gegeben und es fehlt einer. Building Throne. So, fahren wir die mal dahin. Auch wenn ein paar aus Granit sind, aber das geht. Ja, wir brauchen noch Throne. Oh, jetzt weiß ich, was mein Fehler war. Q. Den da bitte weg und den da bitte weg. Das war noch das Holzzeug von meinem Anführer. Ja, daraus werde ich irgendwann mal für den General oder so einen Dining Room machen. Wie sieht es mit den Arbeiten aus? Langsam werden Pots hergestellt. Was sagt das Ding da oben? Ist kaum fertig. Was sagt das hier? Hier muss noch ein Stück weit weggehaulert werden. Gechannelt. Ja, darum kümmert sich schon mal einer. Gut. Ist das hier eigentlich alles Clay Floor? Nee, das ist alles Gabbro. Nö, dazwischen ist auch Clay. Oh, it's completed. I've made an amazing artifact. Und er hat eine Gabbro-Figurine hergestellt. Gucken wir die uns euch doch gleich mal an. Enter Close. Gabbro-Figurine View. Oh, das ist viel Text. Das ist eine Gabbro-Figurine von S-Crafted Voices. Ist von höchster Qualität. Der Gegenstand ist ein meisterhaft designtes Bild von S-Crafted Voice, dem Zwerg und Budo Barbrown, The Coast of Skinning, dem Menschen in Gabbro von Tikut, bla bla bla. Budo Barbrown, The Coast of Skinning. Versucht nach S-Crafted Voices zu schlagen. Das Kunstwerk bezieht sich auf die Tötung von dem Zwerg S-Crafted Voices von dem Menschen Budo Barbrown. The Coast of Skinning. In
der Prärie der Blumen im Jahre 102. Es ist dekoriert mit Badgerleder, also mit ja, ich habe es in der letzten Aufnahmesession gesagt, was Badger sind. Dachse, genau, in Dachsleder. Und umrandet mit Bänder aus Gabbro-Cabochons. Es ist verziert mit Stacheln aus Gabbro und Dachsleder. Ja, die Zwerge haben es mit den Stacheln. Sehr schön. Das heißt, wir haben einen neuen Stonecrafter unter uns. Oh, das müssen wir dann nachher mal im Dwarf Therapist gucken und dem das Stonecrafting geben. Dann kommt hier noch ein Crafts Dwarfs Workshop hin, der auch dann nur Crafts macht. Und unser Holz sieht langsam nicht mehr so gut aus. Wird noch was aus Holz gemacht gerade? Nö. Die sind im Augenblick damit beschäftigt, wie man hier sehen kann, sehr schön die Mauern zu verzieren. Sehr gut. Wie sieht es mit Channeln aus? Viel ist nicht mehr hier zu channeln in dem Stockwerk, aber ein Zwerg kommt schon und macht es. Und ja, ich glaube, die Leiter, da ignoriere ich einfach. Die ist ja hoffentlich nicht im Weg. Doch, sie ist im Weg. Wie kriegen wir die Leiter da weg? Also die Treppe. Building C. Vielleicht mit einer Downstair, die drüber bauen. Aus Gabbro. So. Wir versuchen das einfach mal. Da habe ich vielleicht einen kleinen Denkfehler gemacht. Okay, Buckets mit Wasser. Das Wasser füllt sich langsam. Das kann natürlich eine ganze Weile noch dauern, bis sich das Wasser füllt. Vor allem, wenn immer wieder mal was verdunstet. Aber ich glaube, sobald der Boden immer matschiger wird, umso weniger kann versickern durch den Matsch. Hoffe ich jedenfalls mal. So, du bist mit dem Channeln beschäftigt. Irgendwo. Und wir sind dann wahrscheinlich schon mittlerweile auf der Gabbro-Schicht. Ja, das ist Gabbro und Silt ge... Okay, und ein Dieb ist mal wieder eingetroffen. Emus, ein Adler und ein Kobolddieb. Der vor den Katzen verraten wurde. Wie er gerade selber geschrien hat. Jetzt will ich mal kurz was gucken. Nein, hier. Denn ich habe mir noch eine andere Sache überlegt, die ich gerne machen würde. Dazu muss ich mal kurz was gucken. Nämlich, ich habe eine Idee bekommen. Bridge ist G. Wie groß kann ich die Brücke machen? So. So, 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 so. Ah, das reicht nicht. Ich kann die Brücke leider nicht groß genug machen. Schade. Dann fällt das schon mal flach. Dann... Weil die Idee war, wir channeln hier die Plattform auch noch weg und ersetzen sie durch eine Brücke, die einfach verschwindet. Und dann fallen die Gegner nach unten in Stacheln, die hier aufgestellt werden sollten.
Aber ganz so klappt das dann doch nicht. Da müssten wir... Naja, nicht alles wegchanneln, sondern nur einen Teil könnten wir wegchanneln. Dann bleibt halt hier so eine kleine Plattform, die nicht wegziehbar ist. Und da machen wir halt zwei Brücken hin. Wäre auch eine Überlegung wert. Oder einfach eine Brücke in die Mitte und zwei breite Plattformen links und rechts. Muss ich mal gucken, wenn es soweit ist. Jetzt kümmern wir uns erstmal um die wichtigeren Sachen, die gerade so anstehen. Wie das hier. Das nicht immer noch nicht entfernt werden kann. Ah, Gott. Designation X. Weg mit dir. Designation Remove Construction. Achso, du bist gar keine Construction, ne? Achso, du bist noch gar nicht gebaut worden. Okay, dann halt... Da müssen wir halt mal warten. Aber solange dass ich das Blinken mal weg. Runter, runter, runter. Okay. Die nächste Ebene ist zum Channeln bereit. Wir kommen langsam runter. Wie viele Ebenen sind es noch? 1, 2, 3, 4. Okay, 4 zum Wegchanneln. Okay. Sehr schön. Einer gemüht sich schon mal. Wie sieht's eigentlich oben beim... Ja, da sieht's auch langsam gut aus. Die Masons sind wahrscheinlich immer noch mit Construct Rockfloor Detailing beschäftigt. Okay. Das bedeutet hier... Ja, aber es wird langsam. Und es liegt noch alles irgendwie voller Steine. Was bist du eigentlich für einer, dass du da einen Stein wegschleppst? Du bist aber nicht unser... Doch, unser Mason. Der will wohl daraus eine Tür machen. Gut, Leute sind beim Schlafen. Wasser füllt sich ganz, ganz, ganz langsam. Langsam schon so weit zu sagen, ich mache hier einfach einen Kanal, der das Ding hier befüllt vom Fluss aus. Aber ob die Idee so gut ist, weiß ich nicht so wirklich. Ihr seid alle beim beide jetzt mit dem Channeln dann beschäftigt, ja. Sehr gut. Was sagt eigentlich unser Refuse-Stockpile hier draußen? Na, viel liegt da nicht mehr. Was sagen unsere Bolzen und so? Das wird auch langsam weniger. Hopp. Oh, eine Karawane kommt. Sehr schön. Hauptproblem, was ich gerade sehe, wir haben nicht mehr genug Platz für Trinken. Wie das nur passieren konnte. Was sagt Essen? Essen sagt, sieht okay aus. Das Ding sagt, es braucht einen Trader und es braucht Goods. Crafts? Crafts sind immer gut. Was ist hier eigentlich gerade gelagert? Nichts und ein Item.
Ja, stimmt, das sollte ich noch einstellen. Food nicht, Furniture, naja. Das stelle ich mal bei Gelegenheit ein. Eigentlich müsste ja irgendwann die Gabbro-Figurine dahin gepackt werden. Oh, habe ich jetzt aus Versehen den Finish kurz mit dem Artefakt dahin gepackt? Ja, das kann gut möglich sein. Gut. Kommen die Händler wieder mit Karren? Ich hoffe es ja mal. Was macht mein Lieder gerade? Die Kinder trinken. Der Lieder trinkt auch. Ah, halb so wild. Warum werden eigentlich die Mechanismen nicht eingelagert in Kisten? Oder sind die zu groß? Ich dachte immer, die werden eingelagert.